Kurz und schmerzlos, heute gibt es Hackbällchen Toskana Art und los geht's. Ja, dafür benötigen wir 500 Gramm Schweinehack. Ist total einfach, dieses Rezept. Einen Teelöffel Senf, da nehmt man am besten mittelscharfen. Welcher das ist, könnt ihr euch sicherlich denken. Und dann habe ich hier noch einen Esslöffel italienische Kräuter. Die kommen nun auch mit ins Hack. Und ihr werdet euch sicherlich wundern, kein Ei, kein Paniermehl. Nein, das ist genauso richtig. Das Ganze werden wir jetzt einmal richtig gut durchkneten. Ich wasche mir noch schnell die Hände und dann geht es sofort weiter. Gut vermengen. Am besten noch mit einer Menge Liebe. Ne, Jörgi? Genau, genau. Der Meisterbrief ist sich weit entfernt. Ja, gut. Wenn wir unser Schweinehack nun einmal schön durchgeknetet haben, holen wir uns als nächstes eine schöne Auflaufform mit dazu. Und nun formen wir uns, wer hätte es gedacht, Hackbällchen Toskana, natürlich ein paar Hackbällchen. Und die geben wir als allererstes schon mal in unsere Auflaufform. Das Ganze machen wir jetzt schön gleichmäßig. Sollten so in etwa 12 Stück werden. Wie viel Gramm dann einer hat, ihr könnt es euch ausrechnen. Wir sehen uns gleich wieder. So, Hackbällchen in der Auflaufform, 12 sind es geworden. Ich habe auch nicht geschummelt, versprochen. Als nächstes kommen wir zu unserer Soße. Die mixen wir uns kalt an und zwar habe ich hier einmal eine Dose gehackte Tomaten. Das sind so 400 Gramm, in den meisten Fällen zumindest. Dann habe ich 100 Milliliter Sahne, die kommt auch mit dazu. Einen Teelöffel Zucker und ganz wichtig, wir brauchen Tomatenmark, das sind insgesamt 2 Esslöffel, die kommen auch noch mit dazu. Das Ganze natürlich, wer hätte es gedacht, einmal richtig gut vermengen und wenn ich soweit bin, sehen wir uns gleich wieder. Haben wir unsere Soße nun gut umgerührt, kommen noch 3 Esslöffel von unseren italienischen Kräutern mit dazu. Keine Panik, das sieht viel aus, aber das muss so, das wird richtig lecker. Wir brauchen noch Salz, eine gute Prise, würde ich jetzt mal sagen. Ihr könnt das auf jeden Fall gerne nochmal abschmecken, bevor ihr ja, das nachher auf die Hackbällchen gebt. Hier haben wir jetzt noch schönen gemahlenen Pfeffer. Damit nicht geizen, wenn ihr es ein bisschen schärfer mögt. Ich finde das ja immer ganz lecker. Das Ganze natürlich noch einmal gut vermengen. So, Soße gut verteilt. Eine Zutat fehlt uns aber noch. Mozzarella. Da habe ich eine Kugel genommen. Für uns persönlich reicht das aus. Mögt ihr es aber noch ein bisschen cremiger bzw. ein bisschen käsiger, könnt ihr natürlich auch 2 nehmen, 3, 4, wie auch immer ihr wollt. Ich finde immer ganz wichtig, könnt ihr nochmal einmal hier in der Mitte durchteilen. Diejenigen, die ein bisschen größer sind. Ich finde es immer ganz cool, wenn das genau auf jedem Hackbällchen einmal verteilt ist. So schmilzt das schön an unseren Hackbällchen runter. Ist so eine persönliche Sache, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt es auch dazwischen legen, ist gar kein Thema. Und das Ganze geht nun bei 175 Grad Umluft in den Backofen für ca. 30 bis 40 Minuten. Und dann schauen wir uns das Ganze aber auch nochmal an. Ja, ihr Lieben, und hier haben wir auch schon das Endergebnis. Kurz und schmerzlos, wie ich bereits angekündigt habe. Super einfach, super schnell gemacht. Eine Zutat fehlt aber noch. Und zwar haben wir hier noch ein bisschen Petersilie. Die darf auf keinen Fall fehlen. Und was ich euch dazu empfehlen kann, wäre entweder Reis oder Nudeln. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Eure Mecklenburger Kochbuben.